Ulm ist ein hervorragender Wissenschaftsstandort, wo die Wissenschaft sehr gut mit der mittelständischen Wirtschaft kooperiert. Außerdem zeichnet sich die Region Ulm dadurch aus, dass es zahlreiche familiengeführte mittelständische Unternehmen gibt, die nicht in Quartalsbilanzen, sondern in Generationen denken. Wir investieren in die soziale und harte Infrastruktur, das heißt in Bildung und Betreuung auf der einen Seite, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzubringen und die Fachkräfte der Zukunft zu sichern. Auf der anderen Seite müssen wir auch in die harte Infrastruktur, Schiene und Straße investieren. Und deshalb bin ich froh, dass der Bahnaufsichtsrat jetzt grüne Sicht für Stuttgart 21 gegeben hat. Die Bahn muss zahlen. Sie hat einen Finanzierungsvertrag unterschrieben, wonach das Land Baden-Württemberg einen Festbetrag bezahlt. Der Rest ist Risiko der Bahn. Schließlich ist sie Bauherrin und verantwortlich für ein professionelles Management dieses Projekts. Well, hey,